Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir Themennacht und das Thema heute Nacht heißt die Macht der Mütter. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die es mit sehr starken und dominanten Müttern zu tun haben oder zu tun hatten, also die unter ihrer Mutter gelitten haben oder sogar vielleicht ihre Mutter hassen. Aber sehr gerne auch die andere Seite der Medaille hören, die auch sehr starke Mütter haben oder hatten und diesen Müttern aber sehr viel zu verdanken haben, weil die Mütter aufgrund ihrer Stärke sie geschützt haben. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, die Macht der Mütter, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Angelika und Angelika ist 56. Guten Morgen, Angelika. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Die Macht der Mütter. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, du hast eine dominante, starke Mutter gehabt? Ja. Lebt die Mutter noch? Nee. Hast du unter dieser Mutter gelitten? Sehr, heute noch eigentlich irgendwo. Es gibt viele Sachen, die mich so daran erinnern. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel so von meiner Mutter, der Bruder. Die Frau, die hat mich jetzt eingeladen zum Geburtstag. Das ist aber so. Also die Tante sozusagen, ne? Ja, dass die anderen Familienmitglieder, also die anderen Onkels, die noch leben, nicht kommen, weil ich komme. Okay, erzähl erstmal ein bisschen was über die Mutter. Was war so schlimm an der Mutter? Was hat die gemacht mit dir? Meine Mutter hat mich eigentlich von klein auf an immer als sogenannten Fußabtreter benutzt. Wenn sie Wut hatte, wenn irgendwas nicht hingehauen hat, dann musste sie ihre Wut an mir auslassen. Das heißt, sie hat mich dann geschlagen und da war egal, was ihr in der Hand kam. Also sie hat dich auch geschlagen, als du schon noch ein ganz kleines Kind warst? Ja. Solange also du dich... Ich kann mich zurückerinnern eigentlich bis zum dritten, vierten Lebensjahr. Mhm. Wie hat deine Mutter dich geschlagen? Also, wo ich ganz klein war, da hat sie mir dann, wenn sie mir zum Beispiel einen Schuh anziehen sollte oder was, und Kinder sind manchmal so, dass die so durch einen hohen Spann oder so die Füße steif machen. Mhm. Und sie hat den Schuh nicht angekriegt, dann hat sie mir den Fuß so umgedreht, bis ich dann geweint habe, geschrien habe, und dann hat meine Oma das aber mitbekommen. Und dann hat sie mich irgendwie gekniffen oder so und als wir halt wage ja nicht zu weinen. Ja, und als du älter warst, wie hat sie dich da geschlagen? Also ich hatte ihren Mittag weiter vorhin nicht schon mal erzählt, so ich sollte mal einen Brief schreiben. Sie hat einen Mann kennengelernt und an den sollte ich dann einen Brief schreiben. Also in ihrem Namen, oder? Ja. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Dann hat meine Mutter mich an die Haare genommen und hat mich dann so lange mit dem Kopf auf die Tischkante gehauen, bis sie sich selbst erschrocken hat, wie schlimm ich denn ausgesehen habe. Wie alt warst du da? 8, 9. Mhm. Mit dem Kopf auf die Tischkante geschlagen, mit den Haaren. Das heißt, du hattest Beulen oder warst blutig sogar? Ja. Und der Tisch, denn ist ja zwischendurch immer zu meiner Oma dann gegangen. Und dann hat meine Oma das gesehen und da hat sie schon im Voraus mir gedroht und hat dann gesagt, wehe, du sagst was. Du bist gefallen. Ja. Also, aber meine Oma wusste ja, wie jähzornig meine Mutter ist eigentlich. Weil die Oma, die Mutter deiner Mutter? Ja. Ja. Und meine Oma hat mich dann auch darauf angesprochen und da habe ich dann gesagt, ich bin gefallen. Ja, hat meine Oma ausgeholt, hat mir auch eine runtergehauen, weil ich gelogen habe. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Und so war das eigentlich in der ganzen Familie so. Wie war das denn? Warst du Einzelkind? Ja. War deine Mutter alleinerziehend oder gab es auch einen Vater in der Familie?
Nee, sie war alleinerziehend. Sie hatte dann mal einen Partner, dann musste ich aber, dann habe ich teilweise bei meiner Oma gelebt oder sie hat mich dann ins Wochenheim gegeben. Mhm. Gab es irgendwann auch mal einen, an den du dich erinnern kannst, einen schönen Augenblick, einen schönen Moment mit deiner Mutter? Gab's nicht. Atme mal tief durch, Angelika. Ich kann es ja nicht verstehen. Eigentlich heute, wo ich ein schönes Leben habe. Mhm. Ich habe einen ganz lieben Mann. Das kommt dann alles so hoch, wenn man davon spricht, ne? Das begleitet mich eigentlich immer. Bitte? Irgendwo begleitet mich trotzdem immer. Mhm. Meine Mutter war ja dann schwer krank. Und ich hab sie dann trotzdem gepflegt. Das hast du trotzdem gemacht. Ja, ich konnte sie aber nie richtig umfassen. Nur wenn sie sehr, sehr krank war und wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich meine Hilfe brauche. So. Hm. Dann konnte ich sie mal im Arm nehmen und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich konnte das ja dann nicht mehr körperlich nicht mehr, weil sie war ja dann noch so aggressiv. Das kam dann immer wieder hoch, die Kinder, das Ganze drumherum, immer wenn sie dann so aggressiv war. Wie lange hast du sie denn gepflegt? Von 1998 bis 2005. So lange? 7 Jahre? Ja, und trotzdem habe ich von meinen Verwandten zu hören gekriegt, dass ich es nicht gut genug gemacht habe. Was für eine Erkrankung hatte deine Mutter? Meine Mutter war sehr schwer zuckerkrank. Sie hatte auch nie danach gelebt. Mhm. Das, ja, und ich habe das... Und dann hat sie dann Demenz bekommen und... Mhm. Ja. Also ein Schwerstpflegefall war sie. Ja. Und sie war selbst in der Krankheitszeit, als sie noch bei Sinnen war, war sie nicht nett zu dir. Nein. Sie gab Situationen, da war sie ganz lieb. Und es war ein ganz dummer Zufall, wo, da hatte ich sie schon nicht mehr gepflegt. Ich habe aber mich regulär abgemeldet und habe das auch Bescheid gesagt, alle zu, dass also ein gnadenloser Übergang war. Mein Sohn war krank, lag im Krankenhaus und ich habe ihn besucht und da hörte ich eine Stimme. Hm. Und ich konnte sie gleich einordnen. Hm. Wo hast du die Stimme gehört? Im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Hm. Und bin hingegangen, habe geguckt, habe gefragt danach und sagte, na, Sie sind eine Angehörige. Ich sage, ja, ich bin die Tochter. Und auch das ist aber schön, weil die hatten ja keine Hinweise, nicht? Und als meine Mutter mich da gesehen hat, hat sie mich sogar erkannt. Mhm. Und hat mich dann angesprochen und hat den Namen eigentlich benutzt, den meine Oma mal gesagt hat zu mir. Mhm. Und da war ich ganz schockiert. Weil das mal was Positives war. Ja. Dennoch, Angelika, du hast so schlimme Sachen erlebt, das hört man ja auch an der Art, wie du darüber sprichst. Die Frau hat dich misshandelt, das kann man so sagen. Misshandelt? Sie hat mit meinem Mann geschlafen. Sie hat mit deinem Mann? Mit meinem ersten Mann, ja. Sie hat... Aber lass uns nochmal bei der Kindheit bleiben. Sie hat dich als Kind, das kann man ja sagen, über Jahre misshandelt. Ja. Nicht sexuell. Nein. Nein, aber körperlich gewalttätig misshandelt. Ja. Ist eigentlich irgendjemand mal dazwischen gegangen und hat die Frau zur Rechenschaft gezogen? Ja, ich hatte mal fürchterlich Keile gekriegt. Ich sag, drück das jetzt mal so aus. Ich hab nicht verstanden, was ist? Ich bin mal fürchterlich von ihr verdroschen worden. Mhm. Und mit einer Bügelschnur hatte ich natürlich auch wahnsinnige Striemen auf dem Rücken. Mhm. Und sollte in der Schule Sport mitmachen und konnte da nicht dran teilnehmen, weil mir da sind die Rückendurchschmerzen. Mhm. Und da musste ich dann ins Lehrerzimmer und da hatte eine Lehrerin, hatte mir dann das Oberteil, sollte ich hochziehen. Und die haben sich so erschrocken und dann kam es zur Anzeige und dann wurde sie verurteilt. Ach, sie wurde sogar verurteilt und es gab eine Anzeige wegen Misshandlung eines Kindes. Wegen Kindesmisshandlung, ja. Und trotzdem musstest du wieder zu ihr zurück. Ja, und dann kam eine Amnestie raus. Mhm. Und da wurde sie dann davon befreit im Prinzip. Mhm. Ich bin dann aber nur von zu Hause aus zurück noch. Ich habe dann
manchmal bei Freunden unter Bett geschlafen, weil die Eltern durften das ja auch nicht mitkriegen, dann hätten sie nachher die Polizei verständigt und ich wollte Wahnsinn, ja das ist ja alles ganz schrecklich. Angelika, wieso hast du diese Frau, diese böse Frau, dann noch gepflegt? Ja, ich habe mir das oft durch den Kopf gehen lassen, aber weil es kam wahrscheinlich dadurch, weil ich jetzt zeigen wollte, dass ich besser bin wie sie. Ich wollte nicht so sein wie sie. Hast du eigentlich eine Vorstellung, warum sie dich so abgelehnt hat? Ich glaube, dass meine Mutter mit ihrem ganzen Leben so unzufrieden war. Ich habe immer geforscht. Sie hat mir damals immer, ich habe immer gefragt, wo mein Vater ist. Ich muss einen Vater haben. Hat sie mir mal gesagt, ja, der hat kein Interesse an dir gehabt, du siehst ja, er zahlt ja keinen Unterhalt und Wollte sie dich gar nicht? Nein, sie hatte mal zu mir gesagt, dass ich ein ungewollter Bastard bin. Weißt du, was mich gerade beeindruckt hat, was du gesagt hast? Du hast gesagt, ich wollte nicht so sein wie die. Deshalb habe ich die gepflegt. Ich wollte besser sein als sie. Ja. Das finde ich ganz großartig. Finde ich ganz, ganz groß. Die meisten Menschen, ich hätte das auch nicht geschafft. Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht geschafft, was du geschafft hast. Also das ist schon eine sehr bemerkenswerte Haltung, die du an den Tag gelegt hast. Nichtsdestotrotz geht es dir heute noch immer schlecht, wenn du an diese Sache denkst und an diese Vergangenheit. Oh ja, immer das wieder wird man daran erinnert. Das habe ich gerade gedacht. Deswegen möchte ich sehr gerne, dass du eingehend jetzt mit meinem Psychologen noch weitersprichst und auch mit ihm mal berätst, was man dagegen tun könnte, dass du einigermaßen mit dieser Vergangenheit klarkommst. Sehr toll. Ja, das machen wir sehr gerne. Mein Psychologe heute Nacht heißt Henning. Ich danke dir für dein Vertrauen, Angelika, dass du angerufen hast. Und ich finde es so toll, dass ihr euch Menschen annimmt, die so da alle mal von der Seele reden kann. Ich gucke so oft deine Sendung, weil ich immer wieder Probleme so habe, nachts mit dem Einschlafen und ich habe ja dadurch schon früher so, bin mal umgekippt, weil das einfach zu viel war. Ja. Und hatte seitdem so Herzrhythmusstörungen und so. Ja. Und immer wenn ich dann nicht so auf dem Dampfer bin, dann gucke ich mir deine Sendung an und sage mir, es gibt so viele Menschen, so viel Elend auf der Welt, du musst damit fertig werden. Du hast einen lieben Mann, du hast drei Kinder. Aber manchmal kann man auch noch Hilfe beanspruchen, um mit Sachen fertig zu werden. Manche Sachen schafft man gar nicht alleine. Und ich glaube, das ist so ein Fall bei dir, wenn dich das jetzt so lange verfolgt. Du warst doch noch nie in einer Therapie. Nee. Also, jetzt machen wir das so. Du legst bitte auf, Angelika. Ja. Und der Henning ruft dich zurück und alles Weitere im Hintergrund an. Ich danke dir ganz herzlich. Von ganzem Herzen alles Gute wünsche ich dir, Angelika. Ja, ich wünsche dir auch viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de und unser Thema heute Nacht heißt die Macht der Mütter. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr eine herrische, dominante, starke Mutter hattet. Herrisch ist ein negatives Wort, stark kann auch sehr positiv sein. Welche Erinnerungen habt ihr an diese eure Mutter? Vielleicht lebt sie noch oder vielleicht ist sie verstorben. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, sehr gerne. Vielleicht ruft auch die ein oder andere Mutter an, die sich selbst so empfindet und ein wenig über sich und ihre Rolle erzählen möchte. 0800 220 5050. Hier ist Jens und Jens ist 52. Hallo ja, Jens. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Auch ja. Zum Thema gemeldet. Ja, genau. Warum? Ja, es geht darum, dass ich meine Mutter von heute auf morgen abgelehnt habe und nicht mehr als Mutter akzeptiere. Wie alt warst du da? 45. Noch gar nicht so lange her? Noch gar nicht so lange her. Von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Warum? Und ich kann auch gar nicht sagen, irgendwie da hat sich nicht ein Schalter umgelegt oder irgendwas, sondern es ist einfach so passiert. Also meine beiden Geschwister und ich, wir sind als Kinder sexuell missbraucht worden. Die Geschwister sind zwei Schwestern. Zwei Schwestern, älter? Älter, drei Jahre älter und vier Jahre älter. Und von wem seid ihr sexuell missbraucht? Also ich bin von einem Onkel, also einem Bruder meines Vaters, missbraucht worden und meine beiden Schwestern von Freundinnen. Von Freundinnen? Von Freunden meiner Eltern. Ah ja. Und was das Problem, also ich habe das meiner Mutter nie erzählt.
Also ich habe das immer mit mir ausgemacht irgendwie und ich habe mich auch nie getraut, weil ich mich geschämt habe. Meine beiden Schwestern sind aber immer zu meiner Mutter gegangen, sind immer hingegangen und haben gesagt, Mama, der packt uns an, der macht das mit uns, der macht das mit uns. Und sie hat es immer zugelassen und hat diese Freunde, wenn die dann am Wochenende haben, die sich besoffen und dann haben die sich immer wieder zu meinen Schwestern ins Bett gelegt und die hat das immer wieder zugelassen. Bei euch? Moment. Die haben sich zu deinen Schwestern ins Bett gelegt, bei euch im Haus, in der Wohnung? In der Wohnung, und die Mutter war auch im Haus? Ja, die war auch im Haus. Richtig. Und die hat es sogar direkt mitbekommen? Ich weiß das nicht genau, weil ich nicht so intensiv mit meinen Schwestern darüber gesprochen habe. Auf jeden Fall war sie vorgewarnt, weil die Schwestern gesagt haben, hier, diese Männer machen das und das. Richtig. Und wenn diese Männer im Haus sind und besoffen, dann muss man als Mutter besonders Acht geben, wenn man sie überhaupt ins Haus noch lässt. Richtig, dass man dass man die nicht anzeigt und was man heute eben halt machen würde. Mhm. Und das ist nicht passiert. Mhm. Wie alt warst du eigentlich, als es... Also ich war sechs. Sechs bis 13, so eine lange Zeit. Und immer auch im Haus, im Prinzip, wir haben im Mehrfamilienhaus gewohnt und bei mir ist das immer im Keller passiert. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe immer Geld dafür gekriegt. Ach. Also auch als ich sechs war, der hat mir 50 Mark gegeben. Und 50 Mark als Sechsjährigem? Ja. Das war da wahnsinnig viel Geld. Ja, wahnsinnig viel Geld. Aber das muss deine Mutter doch aufgefallen sein, woher hat der Junge so viel Geld? Ja, aber das ist... Der hat ja jedes Mal 50 Mark gegeben? Ja. Jedes Mal? Jedes Mal, ja. Wie oft kam das vor? Ja, also 2-3 Mal im Monat bestimmt. Aber das muss doch der Familie auffallen, wenn du da 200, 150 Euro in der Tasche hast als kleiner Junge. Ja. D-Mark in der Tasche hast. Ja, natürlich. Aber Was hast du denn mit dem Geld gemacht? Ich habe es weggelegt. Ich habe erstmal die ganzen früheren Jahre konnte ich ja gar nichts damit anfangen als Kind. Ich habe ja nichts da, ich habe das, vielleicht waren es auch am Anfang 10 oder 20 Mark oder so, aber auf jeden Fall, wo ich mich richtig bewusst dran erinnern kann, waren es dann irgendwann 50 Mark. Wie viel Geld ist denn da insgesamt zusammengekommen? Ja, ich habe mir irgendwann mal, ich glaube 1000 Mark oder was hatte ich irgendwo, die hat mein Vater dann irgendwann mal genommen. Die hätte genommen? Der hat die einfach genommen, ja. Und dann hat er auch nicht gefragt, woher? Und auch nicht gefragt, woher kommst du? Hat nicht gefragt, woher ist denn das? Das für Zustände. Ja, ich dachte, was musstest du mit diesem Mann machen? Ja, was musste ich machen? Ich musste den oral befriedigen. Mhm. Und dann hatte er es unheimlich gerne, wenn ich ihm dann halt in den Mund gepinkelt habe. Mhm. Das wollte er also auch und ja, anfassen halt und bei mir anfassen und rumlutschen und solche Sachen halt. Du hast dich geschämt, du hast nichts gesagt zu Hause. Gar nicht, aber überhaupt nicht. Ich färbe immer den Anspruch an Eltern, dass sie ihre Kinder so genau beobachten sollten, dass sie eigentlich mitkriegen müssten, dass irgendwas nicht stimmt. Richtig, richtig. Ich habe ja auch 4 Kinder und ich sage immer, wenn meinen sowas passieren würde, ich bin ja auch sehr aufmerksam und achte sehr darauf, wie sie sich verhalten und was los ist. Und ich rede mit meinen Kindern und die wissen auch, dass sie mit mir über alles reden können und auch mit meiner Frau und so. Dann wurdest du älter und älter und deine Mutter wurde auch immer älter. Genau. Wurde irgendwann denn später mal darüber gesprochen, als du erwachsen warst? Nein, ich habe dann mit 40, als ich 40 war, habe ich angefangen, eine Biografie zu schreiben. Mhm. Habe dann bis ich 43 Jahre alt war, immer wieder mal, habe das dann im Computer gehabt, immer unterste Ordner, ganz unten und habe immer wieder mal geschrieben. Habe auch nie mit meiner Frau darüber gesprochen. Habe eigentlich mit keinem einzigen Menschen darüber gesprochen. Mit keinem Menschen, bis ich 45 war. Mhm. Mit keinem gesprochen. Und aber dann, in dieser Biografie hast du schon formuliert. Habe ich schon formuliert. Da hast du es reingeschrieben. Genau. Mhm. So, und die Biografie habe ich meinen Schwestern und meiner Mutter gegeben. Mhm. Und meine Mutter hat nie darüber gesprochen, hat irgendwann mal geheult oder so. Und meine beiden Schwestern haben mir dann gesagt, dass ihnen das auch passiert ist. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. So, pass auf. Und dann habe ich angefangen, ein Projekt zu machen für die Dunkelziffer. Dunkelziffer ist ein Verein, die sich mit... Hamburg sitzen die und die... um sexuell missbrauchte Menschen, Kinder kümmern. Richtig. Mhm. Genau. So, dann habe ich ein Projekt gemacht. Mhm. Und da, wie ich das gemacht habe, da fing das so langsam an, ich habe das ja selber auch verdrängt. Mhm. Das war ja gar nicht so, das war ja nicht so, dass ich rumgelaufen bin und gedacht habe, boah, ich bin sexuell missbraucht worden oder so. Mhm. Das kam ja erst mit 40, als ich angefangen habe, einfach mal zu schreiben. Warum und wieso, weiß ich auch nicht. Lass mich kurz fragen, die Rolle des Vaters, über den hast du noch gar nicht gesprochen. Ja, die Rolle des Vaters war so, wenn ich meinem Vater das erzählt hätte, ich glaube, der hätte seinen Bruder umgebracht.
Hat dein Vater noch gelebt? Der lebt ja immer noch. Der lebt immer noch. Ja. Wie steht der denn heute dazu? Ja, also er kann sich das nicht vorstellen. Irgendwo sagt er immer, also dass seine Ex-Frau, er ist ja auch schon lange nicht mehr mit ihr zusammen, dass sie das gewusst hätte. Mhm. Jetzt so langsam begreift er das und ich rede ja auch mit ihm. Ne? Du glaubst also, wenn deine Schwestern und meine du... Meine Schwestern sind ja Halbschwestern von mir. Also egal. Wenn du dich deinem Vater anvertraut hättest damals, der hätte dir geglaubt und dir zur Seite gestanden? Ja. Hätte er. Weiß ich. Und die Schwestern, die Halbschwestern, waren die damals auch schon in deiner Familie mit dem Vater? Ja, klar. Ja. Also ich kam auf die Welt... Da war mein Vater, also meine Mutter schon mit meinem Vater zusammen im Prinzip und hatte sich von dem anderen Mann getrennt, hatte aber die beiden Geschwister mit in die Ehe gebracht. Okay, aber die Mädchen haben sich zwar der Mutter anvertraut damals, aber nicht dem Vater. Nicht dem Vater. Ja. Nein. Also so sagen sie das und so sagt er das auch. Ja, so. Jetzt hast du die Biografie geschrieben, hast es deiner Schwester, deinen Schwestern, deiner Mutter gegeben. Richtig. Und hast dann sofort den Kontakt abgebrochen danach? Nee, dann habe ich ja das Projekt gemacht. Nee, dann hat meine Mutter das ja gelesen, meine Geschwister haben das gelesen. Meine Mutter hat dann irgendwann mal, ich habe nie mit ihr darüber gesprochen. Warum nicht? Weil ich ihr die Biografie gegeben habe und weil ich gedacht habe, da muss mal was von ihr kommen. Aber dann hättest du sie danach ja, nachdem nichts kam, hättest du sie ja nochmal ansprechen können. Ja, hätte ich. Aber da war ich noch nicht so weit. Verstehe. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich habe für meine Mutter alles getan, die ganzen Jahre. Ich habe meine Mutter wirklich geliebt. Dieser Bruch, wie ist der denn dann zustande gekommen? Ich habe meine Mutter geliebt, ich habe alles für sie getan. Und dann habe ich das Projekt gemacht für die Dunkelziffer. Und dann kam meine Mutter ins Krankenhaus und meine Geschwister haben dann gefragt, warum gehst du sie nicht besuchen? Und ich habe gesagt, ja, ich fahre schon hin. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch mal einmal hingefahren, bin wieder nach Hause gefahren. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum und wieso. Sie ist mir nicht mehr wichtig. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war Schluss? Ab diesem Zeitpunkt war Schluss. Du hast sie seitdem nicht mehr gesehen? Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Das sind 7 Jahre jetzt ungefähr her? Sie hatte ja hier im gleichen Haus gewohnt. Und dass ich sie gar nicht mehr gesehen habe, ist jetzt 2 Jahre her. Aber dass ich mich überhaupt nicht mehr auch mit ihr gesprochen habe, sind jetzt ungefähr 4 Jahre. Aber sie ist auch nicht initiativ und meldet sich bei dir. Nein. Das heißt, sie hat ein schlechtes Gewissen und weiß, was los ist. Ich weiß gar nicht genau, ob sie weiß, was los ist. Das vermute ich schon. Wenn sie das gelesen hat, wird sie schon irgendwie erahnen, warum du dich nicht meldest. Ja, weil das glaube ich nicht. Das traue ich ihr gar nicht zu, dass sie so weit... Haben die Schwestern noch Kontakt mit ihm? Ja, mit ihr? Die pflegen. Also sie pflegen die. Das ist auch das Problem. Das heißt, sie ist schwer krank? Ja, sie ist sehr schwer krank, weil sie isst also auch sehr wenig, schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und wiegt jetzt noch 30 Kilo und ist jetzt 75 Jahre alt. Mhm. Und eine Schwester oder beide Schwestern pflegen sie, obwohl sie eigentlich gar nicht pflegen möchten. Wenn deine Mutter, wenn du erfährst von deinen Schwestern, dass die Mutter quasi auf dem Sterbebett liegt, würdest du noch einmal hingehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und wenn sie dich sprechen möchte? Ich glaube nicht. Ich bin eigentlich ein sehr sensibler Mensch und sehr feinfühlig wenn irgendwelche Probleme sind bei irgendwelchen Leuten, es sammelt sich immer alles bei uns und ich helfe allen Menschen und ich berate sie und wenn sie Probleme haben und ich kann da unheimlich mit umgehen und mich wundert das auch, dass mich das nicht kaputt gemacht hat. Im Gegenteil, es hat mich stark gemacht fürs Leben. Ja, und vor allen Dingen hast du jetzt einen Weg gefunden, damit umzugehen, das finde ich ganz toll. Ja. Einmal die Biografie zu schreiben, dann die Projekte bei Dunkelziffer. Ja, aber das Problem ist aber trotzdem für mich, dass ich, wenn du die eigene Mutter ablehnst, wenn du anfängst, die eigene Mutter abzulehnen, du fängst auch an, andere Menschen irgendwo abzulehnen, weil du musst ja irgendwo unsichtbar, baust du ja eine Mauer auf. Ja.
Ne? Und die Mutter abzulehnen, ist ja eigentlich schon wirklich eine harte Kiste. Ne? Jens, ich danke dir zunächst mal dafür, dass du uns auch deine Geschichte erzählt hast. Ja. Das, was du jetzt gerade anreißt, ist eine große zusätzliche Problematik, die wir leider jetzt nicht vertiefen können. Ja, gut. Auf jeden Fall danke ich dir und bin sehr froh, freue mich für dich, dass du so den Dreh gefunden hast und den Weg gefunden hast. Was ich noch sagen möchte, ist, dass alle Kinder und allen Menschen, denen das passiert ist, dass sie einfach reden sollen darüber. Mhm, ne? Absolut, ja. Und das Problem ist ja wirklich, ein Kind muss 7 Erwachsene ansprechen, um einmal gehört zu finden. Ne? Gott sei Dank haben sich die Zeiten ein bisschen geändert gegenüber früher, als du klein warst oder als ich klein war. Ja. Lieber Jens, ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50. Gisela ist hier und Gisela ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Gisela. Ja, guten Morgen, Domian. Bist du eine mächtige Mutter? Nein, ich bin von meiner Mutter auch wie die Vorgängerin seelisch und körperlich auch misshandelt worden. Mhm. Und das zieht sich eigentlich bis zu dem heutigen Zeitpunkt hin, dass sie mich auch seelisch noch fertig macht. Deine Mutter lebt noch? Ja, meine Mutter, die wird in 14 Tagen wird sie 89. Mhm. Und noch heute ist sie kein guter Mensch zu dir? Nein, überhaupt nicht. War, also, könntest du das so sagen, dass sie ihr ganzes Leben lang ein schlechter Mensch dir gegenüber war und dich schlecht behandelt hat? Ja, sie hat mich eigentlich immer gehasst. Und ich habe immer versucht, Liebe von meiner Mutter zu kriegen, bis heute noch sozusagen. Aber sie hat mir nicht einmal gesagt, dass sie mich lieb hat, dass sie mich liebt. Sie hat mir nicht einmal über den Kopf als Kind gestreichelt. Die hatte ich als Kind oder nicht. Oder mich in den Arm genommen. Keinmal. Kenne ich gar nicht, nein, nie. Und wo dann meine Schwester ist 7 Jahre jünger, wo die geboren wurde, da war ich ganz abgeschrieben. Die hat sie also anders behandelt. Ja, das war ihre große Liebe bis heute hin. Die Mutter hat dich auch geschlagen, hast du angedeutet. Ja, also ich kann mich auch erinnern, wie die Vorgängerin, so ab dem 4. Lebensjahr kann man sich so ungefähr erinnern. Mhm. Das ging so bis zum 11., 12. Lebensjahr. Wenn sie dann, wenn irgendwas gewesen ist, dann hatte sie auch schlechte Laune. Dann bin ich mit einer Peitsche, die so mehrere Striemen hatte, auch auf dem Rücken, oder ich musste meine Hose runterziehen, mich über den Stuhl legen, damit geschlagen worden. Und das Allerschlimmste war aber, ich bin dann, wir wohnten auf dem Dorf in einem kleinen Häuschen und unter uns war so ein Keller mit Wasser. Ja, ein Keller mit Wasser. Und da war Ratten drin, Frösche und Mäuse. Es war kein Licht. Ich konnte noch nicht mal als Kind richtig drin stehen. Ich habe dann nur auf der Hocke so gesessen. Mhm. Und da musste ich dann stundenlang drin sitzen. Als Strafe? Ja, als Strafe. Und deswegen kann ich auch bis zum heutigen Tage, muss ich nachts immer mit Licht schlafen. Mhm. Weil ich in der Dunkelheit würde ich einen Herzinfarkt. Das ist ja unglaublich. Wie hat denn dein Vater sich verhalten? Ja, mein Vater hat gut für uns gesorgt. Mein Vater hat mich geliebt. Und wenn er von der Arbeit kam, habe ich dann manchmal gesagt, ich sage, Papa, Mama hat mich schon wieder geschlagen. Und dann hat er auch mit ihr Ärger gemacht. Aber das war nun nicht so, dass das dadurch dann aufhörte. Mhm. Ne? Das heißt, die Mutter hatte die Hosen an, wie man das so früher sagte. Ja, und er konnte nicht viel machen. Ja, konnte nicht viel machen. Eigentlich hätte er ja auf den Tisch hauen können und sagen, pass auf, hier, so geht das nicht. Du kannst das Mädel nicht da in den Keller einsperren und die nicht grün und blau schlagen. Ja. Mhm. Aber das wurde, wenn ich dann das gesagt habe, das habe ich nachher dann auch nachgelassen, dann wurde es nächstes Mal dann auch noch schlimmer. Mhm. Ne? Nun gibt es ja, wo man sich als Kind so drauf freut, Geburtstage, Weihnachten, vielleicht auch Ostern oder so besondere Tage. Es gab keine Innigkeit, ein klein bisschen mal von deiner Mutter zu dir? Nee. Wie war denn das Weihnachten? Wie hat sie sich da dir gegenüber verhalten? Ja, okay, ich habe mein Geschenk bekommen und so, das schon. Aber wie gesagt, also deswegen, wie die Dame auch vorher sagte, ich kann bis heute meine Mutter auch nicht anfassen. Mhm.
oder ein Küsschen auf die Wange geben, wenn ich sie mal gesehen habe. Kann ich nicht. Ja, wie war das denn früher oder sogar vielleicht heute noch an Muttertag? Wie verhältst du dich da? Ja, also jetzt, ich habe jetzt am 15. jetzt diesen Monats habe ich also jetzt beschlossen, keinen Kontakt mit meiner Mutter mehr zu haben. Ich habe schon ein paar Mal versucht, habe dann aber immer wieder aufgegeben, habe gedacht, gut, sie ist alt, ich rufe doch noch mal an, weil sie abends hat sie dann Langeweile und hat mich dann immer angerufen. Ja, und sie ist noch fit, körperlich? Ja. Aber wir waren beim Muttertag. Wie hast du es früher gemacht mit dem Muttertag? Ja, da habe ich natürlich auch angerufen oder ich habe Blumen geschickt oder das habe ich schon gemacht. Und ich wollte ja auch immer die liebe Tochter sein. Mhm. Ich wollte ihr zeigen. Du hast immer um die Liebe geworben, ne? Ja, ich habe immer geworben und ich habe dadurch sogar mit 25 bin ich das erste Mal schwanger geworden nach meiner Scheidung und war da nicht verheiratet. Und dann habe ich meine Mutter so freudig angerufen. Ich konnte nicht mal nach oben laufen, in meine Wohnung sogar noch von unten angerufen und gesagt, Mama, ich bin schwanger, stell dir mal vor, ich bin so glücklich. Und dann hat sie nur gesagt, ja, dann machen wir einen Termin beim Arzt und dann lass mal das Kind abtreiben, du bist ja nicht verheiratet. Hm. Und das habe ich dann auch leider gemacht. Das hast du auch gemacht? Ja, ich habe das gemacht, um meiner Mutter zu gefallen. Da warst du 25 schon? Ja. Mein Kind wäre fast über 30 heute. Ja, und das habe ich dann gemacht und bin dann anschließend daran quasi ganz zerbrochen. Und dann bekam meine Schwester ihr erstes Kind und ich habe es dann nicht geschafft, zu der Taufe zu gehen oder das Kind anzugucken. Ich konnte es nicht. Weil du immer an dein eigenes Kind denken musstest. Ja. Hast du später Kinder noch bekommen? Ja, Gott sei Dank. Ich habe 1988 einen Sohn geboren. Mhm. Und bin ich natürlich die glücklichste Mutter der Welt. Sag liebe mal, meinen Sohn abgöttisch. Gisela, wenn dir so viel Schlimmes widerfahren ist, und das ist ja nun auch etwas ein ganz trauriger Höhepunkt gewesen mit der erzwungenen Abtreibung quasi, oder was heißt erzwungen? Ist es so gekommen? Warum hast du nicht früher den Kontakt abgebrochen? Jetzt tust du es. Ich habe es immer wieder versucht. Und dann habe ich gedacht, ja, meine Schwester, die kümmert sich um meine Mutter schon, aber die ruft jetzt nicht jeden Tag an. Mhm. Und meine Mutter hat dann Langeweile. Und ich habe es immer wieder versucht. Ich habe gedacht, vielleicht kommt mal was, dass sie mir mal zeigt, dass sie mich liebt. Aber das kann man ja nicht bei einem erwachsenen Menschen mehr glauben. Nee, eigentlich nicht. Und sie hat mir das dann immer nur, dann hat sie mir mal Geld gegeben, weil ich dann mal knapp bei Kasse war, dann habe ich ein bisschen Geld bekommen. Sie hatte, so wollte sie das dann immer wieder gut machen. Ja, aber sie hat niemals in ihrem Leben, als du erwachsen warst, sich mal irgendwann bei dir entschuldigt oder gesagt, es tut mir leid, was vorgefallen ist? Vielleicht einmal kann ich mich noch erinnern, dass sie gesagt, ich habe vieles falsch gemacht, das tut mir auch leid und. Aber das reichte aber nicht, alles. Das war alles. Nee, das hat nicht gereicht. Ich kann das gut verstehen, Gisela, dass du jetzt den Schritt unternommen hast. Auch wenn es jetzt sehr spät ist, aber ich kann das verstehen, ich würde das genauso machen. Ja. Und wenn du sagst, dass du heute immer noch in allen möglichen Situationen daran denkst und dich erinnert fühlst, dass du zum Beispiel nicht schlafen kannst nachts im Dunkeln, möchte ich dir gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, sehr nett. Das machen wir so. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning zurückgerufen. Ja. Und auch an dich vielen Dank für dein Vertrauen und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, vielen Dank. Gerne, tschüss. Gut, tschüss. 1.33 Uhr, 1.34 Uhr haben wir, 1.34 Uhr haben wir und hier ist David, der ist 51, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen David, auch zum Thema die Macht der Mütter. Ja, ja. Da kannst meine du auch. Meine jüdische Mutter, die hat eine Macht auf mich. Also deine was? Die hat einen Einfluss noch auf mich, weil wir haben uns, ja 1981 hat sie mir nahegelegt, dass ich ausziehen soll von zu Hause. Ich muss dazu sagen, dass mein Bruder sich 1979 umgebracht hat. Mhm.
Und meine Mutter der Meinung war, dass sie keiner Schuld sich bewusst war, sie haben alles richtig gemacht an der Erziehung, sondern ich sollte mir mal Gedanken machen, ob ich nicht die Ursache gewesen wäre, dass mein Bruder sich geschämt hätte, einen schwulen Bruder zu haben. Wobei ich mit 19 Jahren, ehrlich gesagt, mir noch nicht mal selber darüber klar war, ob ich jetzt schwul bin, ob das vorübergeht. Wusste denn, das mein Bruder wusste eher Bescheid als ich. Also so. Ja. Da warst du noch relativ jung, als dein Bruder sich das Leben genommen hat. Ja, ich war 19 und er war 7 Jahre älter, er war 26, genau. Mhm. Und meine Mutter, also ja, das ist irgendwie rausgekommen, ich weiß, also das wird, und meine Mutter hat sie dann gesagt, wir wissen Bescheid und und er hat zwar einen Abschiedsbrief hinterlassen, aber ich habe den nie gesehen und er hat auch da irgendwie nur reingeschrieben, verzeiht mir, ich konnte nicht anders, aber meiner Mutter war das klar. Und dann bin ich also 1981, nachdem sie gesagt hat, sie hält es mit mir unterm Dach nicht aus. Also das heißt, wir halten mal fest, das ist ja eigentlich ein Unding, etwas Ungeheuerliches. Deine Mutter hat dir, jungem Mann, quasi vorgeworfen, dass du Schuld daran trägst, dass der Bruder sich umgebracht hat, weil du schwul warst. Ja, sie soll mir da Gedanken machen. Letztendlich war das ein ganz schwerwiegender Vorwurf, den sie dir da hingeworfen hat. Ja, ich habe zwar schon daran zu knabbern, noch bis heute, aber ich habe mir das dann gedacht, ach, mir war klar, dass bei so einer dominanten Mutter, kann man nur schwul werden. Ja, na gut, das ist, bin ich immer... Ja, da habe ich mir gedacht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie mit Liebe oder dass ich so gerne an sie zurückdenke, also nur so... Und der Vater? Ach, der Vater hat ja nicht viel gesagt, der hat immer zu allem Ja und Amen gesagt, damit er seine Ruhe hat, damit er seinen Frieden hat. War sie eine streng konservative oder auch streng religiöse Frau? Zweimal in ihrem Leben in die Synagoge gegangen, zu der Bar Mitzvah von mehr. Achso, ihr seid Juden? Ja. Ja. Mhm. Ja, das war ja das Schlimme noch. Also zeig uns noch jemanden, der so einen Lebenswandel führt mit 19. Also einen Lebenswandel mit 19. Ich hatte noch überhaupt keinen. Gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was sagt denn der jüdische Glaube oder so die jüdische Religion zum Thema Homosexualität? Habe ich nicht entdeckt. Habe ich 1979 gab's. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich wäre der Einzige. Ja. Ja, aber es gab ja kein Internet oder man hat damals, und ich habe gedacht, mein Gott, wie schön wäre das, wenn ich hier wenigstens einen jüdischen Schwiegersohn bringen könnte. Mhm. Aber dann hat sie gesagt, also man braucht wahrscheinlich nicht groß nachdenken. Das wird genauso sein wie in allen konservativen Richtungen der Religion. Ja. Es wird streng abgelehnt und es ist des Teufels oder weiß ich was. Ja genau, es existiert nicht. Und vor allen Dingen, wenn man in so einer kleinen Stadt wie Frankfurt in der jüdischen Gemeinde praktisch lebt, dann verkehrt man halt nur unter den 5.000 oder 6.000 Juden. Dann ist das ein Gespräch. So, und dann bist du ausgezogen. Mit einer schweren Schuld auf dem Rücken, die deine Mutter dort abgelagert hatte. Und dann? Wie ging es dann weiter? Dann bin ich nach Berlin gezogen, 1981, habe eine kleine Wohnung gehabt. Mein Vater hat mit mir Kontakt gehalten. Er hat halt alles mit mir am Telefon besprochen und hat halt doch das Thema ausgeklammert. Und ich bin auch manchmal nach Frankfurt gefahren, habe ihn besucht, aber wir konnten uns ja nie zu Hause treffen. Also der Papa war gut, aber schwach. Der Papa war gut, aber schwach, so habe ich ihn in Erinnerung. Mhm. Und bis 1985, da waren meine Eltern waren auf der Kur und auf dem Rückweg von der Kur nach Hause haben die einen Unfall gehabt, wo mein Vater verunglückt ist. Also beide waren im Auto, meine Mutter hat es überlebt und mein Vater hat es nicht überlebt. Ich habe schon in München gewohnt und ich habe dann nachts einen Anruf bekommen von dem Anwalt meiner Eltern und der erzählte mir, was passiert ist und ich müsste nach Bozen fahren ins Krankenhaus, weil meine Mutter nichts wusste. Man hat ihr im Krankenhaus nicht gesagt, was passiert ist. Mhm. Und nach 3 Jahren, also 81 ausgezogen, 85 bin ich dahin gefahren, nachdem ich sie 3 Jahre nicht gesehen habe und musste ihr die Nachricht überbringen, nachdem ich... Moment mal, du bist nach 3 Jahren hast du ihr die Nachricht... Ich bin 81 ausgezogen und bis 85 hatte ich ja keinen Kontakt zu ihr, aber ich hatte meinen Vater gesehen. Mhm. Ja, habe ich schon verstanden. Ich meine, nachdem der Unfall passiert war... Der Unfall ist passiert und ich musste ganz schnell am nächsten Tag nach Bozen fahren, ins Krankenhaus. Um ihr das zu sagen? Um ihr mitzuteilen. Ich war praktisch der... Ich verstehe. Ich bin halt praktisch der Überbringer dieser Nachricht. Wie hat sie darauf reagiert? Ich musste gar nichts sagen. Sie hat mir das vom Gesicht abgelesen. Mhm.
hat gesagt, er ist tot, er ist tot. Und ich stand so da, mein Gott, was soll ich sagen? Und dann hat sie sich aber ziemlich schnell gefasst und hat wortwörtlich zu mir gesagt, du musst nicht glauben, nur weil dein Vater nicht mehr da ist, dass sich was zwischen uns ändert, solltest du weiter so einen Lebenswandel führen. Oh, wie schlimm, wie schlimm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schade, dass es nicht dich erwischt hat. Oh, wie krass. Das hast du auch gesagt. Ist mir da drauf gerutscht. Ja, aber es ist verständlich. Ja. Ich verzeihe es dir, dass du es gesagt hast. Das ist absolut verständlich. Aber wie schlimm, wie schlimm in der Situation. In der Situation hätte sie doch ihr Herz öffnen können und sagen, mein Gott, es ist so ein Unglück, der Vater ist tot, lass uns jetzt Frieden schließen und zusammenhalten. Und dann sagt die sowas, das ist ja unfassbar. Im Krankenhaus, ich musste meinen Vater identifizieren, das war auch gut so, weil er sah aus, als ob er geschlafen hätte. Und ich bin dann, da hat man mir den Ehering gegeben und das Portemonnaie und ich bin dann etwas betröppelt dann ins Zimmer gekommen, weil sie ja nichts wusste. Sie hat noch zu mir am Abend vorher gesagt, ich habe reingeguckt und sagte sie, guck mal nach Papa, wie es ihm geht. Und ich wusste ja schon mehr als sie. War sie denn schwer verletzt? Ach was, ich konnte es noch gar nicht glauben. Ich nachts um eins kriege ich einen Anruf vom Anwalt damals, dass passiert ist. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass sie so gut davongekommen ist. Und dann rufe ich im Krankenhaus an und sage, ich bin der Sohn von wie geht's denn meiner Mutter? Und da habe ich gedacht, die werden sagen, die schafft es nicht. Und dann hat der Pflege gesagt, auch die hat sich einen Kiefer gebrochen, das und das, aber das ist nicht schlimm. Das so, jetzt gab es diese schlimme Szene da, nachdem du die Todesnachricht, genau, im Krankenhaus. Wie lange hast du seitdem deine Mutter nicht gesehen? Also 85 ist das passiert, ja. Und ich habe sie zuletzt gesehen am 14. August 1985. 85 das letzte Mal gesehen? Gesehen, gesprochen, alles. Aber ja. Das heißt, sie lebt, du weißt, sie lebt, sie lebt noch? Ja, weil wenn ich habe ihr mal einen Brief geschrieben und dann beantwortet meine Briefe nicht. Sie gibt die dann gleich dem Anwalt. Sie gibt private Briefe gleich dem Anwalt? Ja. Und wie reagiert der Anwalt darauf? Ja, der Anwalt schreibt im Namen, ich vertrete Frau im Namen so und so, bitte ich Sie, jeglichen Kontakt zu Ihrer Mutter. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Ihre Mutter ist schwer herzkrank und sie verträgt keine Aufregung. Wie geht man denn mit so etwas um? Ja. Also ich versuche mich gerade, mich in dich hineinzuversetzen. Ja. Dir ist so viel Unrecht erfahren. Ja. Und ich bewundere, ehrlich gesagt, ich bin zwar nicht auf viel stolz, was ich im Leben geschafft habe. Mein Wille ist es ja, sie zu überleben, gell? Weil sie hat meinen Vater unter die Erde gebracht, sie hat meinen Bruder unter die Erde gebracht und ja, ich meine, Du sagst, den Bruder unter die Erde gebracht. Hast du eine Vermutung, warum der Bruder sich das Leben genommen hat? Nein, wirklich nicht. Nee, ganz überhaupt nicht. Also da wage ich niemandem irgendwie. Nee, aber man muss sich mal vorstellen, im Krankenhaus so ein Satz, sie sagte dann, unfassbar, mir würdest du so nett sein und der Familie so und so Bescheid geben, wir haben die auf der Kur kennengelernt, was passiert ist im Krankenhaus. Und dann sagt sie, du musst aber nicht sagen, wer du bist. Sag ich, wieso denn nicht? Und dann sagt sie, weil sie nicht wissen, dass es dich gibt. Und so ist das. Und das liegt letztendlich alles daran, dass du schwul bist. Na, glaube ich nicht, weil ich habe in München eine dreijährige Therapie gemacht und der Therapeut sagt, dass der Hass von meiner Mutter auf mich muss schon von viel früher herrühren. Das kann jetzt nicht nur sein, weil ich mit 19 ihr gesagt hätte, dass ich schwul bin. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es gibt so fanatische Leute, auch aus der religiösen Ecke fanatische Leute, die zu einem solchen Hass und zu einer solchen Ablehnung durchaus fähig sind. Also das so ist so klar im Kopf, gell? Umso schlimmer. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar eine intelligente Frau. Ja, sicher. Vor allen Dingen das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, wie ich sie treffen könnte, weil sie sagt, ich meine, wenn sie sagt zu mir, damals, also sie sagt vor 1984 oder 85, hat sie gesagt, wenn du ein Mörder wärst, würde ich für dich ins Gefängnis gehen, aber sowas habe ich nicht auf die Welt gebracht. Das habe ich nicht verstanden jetzt, sie würde für dich ins Gefängnis... Sie hat mir damals gesagt, als sie mitbekommen hat... Ach so, ein Mörder wäre nicht so schlimm wie schwul, das meint sie. Gesagt, wenn du ein Mörder wärst, würde ich für dich ins Gefängnis gehen. Ich verstehe. Aber sowas habe ich nicht auf die Welt gebracht. Mein Gott. Ich traue mich ja nicht nach Frankfurt zu fahren, vor der Tür zu stehen und zu klingeln, weil was wird es denn bringen? Nein, gar nichts. Du darfst doch um Gottes Willen da keine Briefe mehr hinschreiben. Nee, weil ich muss ganz ehrlich sagen... Weil das macht dich ja noch wieder klein, wenn du vom Anwalt den Brief zurückbekommst. Du kannst sie nur durch Missachtung strafen, wenn sie sich denn da gestraft fühlt. Sie hat mich doch, ich meine, ich bin 51, sie hat mich doch seit 26 Jahren
hält sie mich doch an der Leine, indem sie mich monatlich mit einer gewissen Summe unterstützt und ich ehrlich gesagt momentan in so einer Situation bin, dass ich das Geld auch brauche. Ach so, du kriegst doch Geld von der. Ja, deswegen komme ich mir auch so käuflich vor. Ja, das finde ich allerdings, ich weiß ja nicht, du bist 51. Ja. Du kriegst seit diesen ganzen Jahren kriegst du Geld von der? Ja. Wie viel im Monat? Jetzt sag's mir bitte. Ja, das sind 1.000 Euro. 1.000 Euro im Monat? Ja, und ich empfinde das als Schmerzensgeld. Ach so siehst du. Entschuldigung, ich besitze nicht diesen Stolz zu sagen, schieb dir doch das Geld sonst wohin. Dass sie das überhaupt macht? Ja. Das ist ja so pervers. Aber würdest du dich wohler fühlen, wenn du das Geld. Ja. Ja, anders auftreten. Kannst du dein Leben denn nicht so gestalten, dass du die 1.000 Euro irgendwie anders verdienst? Ja, ich habe mich jetzt nach 25 Jahren von einer Beziehung getrennt und das war auch sowas Tolles. Ne, was heißt, das war sowas Tolles? Ich hab jemanden damals, nachdem mein Vater verunglückt ist und so, habe ich 2 Monate später jemanden kennengelernt und habe wieder so das Händchen gehabt, dass ich das so wie Familienersatz, wie soll ich sagen, mir hingezogen habe, einen Mann. Okay, die Geschichte können wir jetzt nicht vertiefen, wir laufen ein bisschen die Zeit vor. Ich habe mich getrennt vor 2 Jahren und bin mit 50 Jahren nach Berlin gegangen und stelle fest, dass die hier nicht auf mich gewartet haben, arbeitsmäßig. Mhm. Aber ich versuche gerade, das Geld abzulehnen oder auf Sparbuch zu tun, wäre halt... Also ich will dir sagen, du sagst, ich sehe es als Schmerzensgeld, okay, so kann man sich das vielleicht biegen. Wenn ich mich in dich hineinversetze, das kann man natürlich immer nur ein wenig in einen anderen Menschen wirklich. Ja. Ich würde alles unternehmen, damit ich von dieser Frau nicht einen Cent mehr annehmen müsste. Nicht einen Cent. Ja. Jetzt müssen wir leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich würde gerne so eine Bombe platzen lassen. Ja, ich kann das ja verstehen. Das ist ja eine unfassbare Kränkung, was diese Frau... Also ich arbeite daran, dass ich das Geld erstmal zur Seite tue und nicht rangehen muss, dass ich dann eventuell ganz anders auftreten kann. Ja, genau, ganz genau. David, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. Alles klar, Wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss, Domian. Und wir machen weiter mit unserem Thema. Unser Thema heißt die Macht der Mütter. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr dominante, herrische Mütter hattet, aber vielleicht auch gute, starke Mütter hattet oder gute, starke Mutter hattet oder habt, der ihr viel zu verdanken habt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Aische. Stimmt das? Aische? Hallo. Stimmt das? Aische? Ja, Aische passt. Aische, 36. Genau. Die Macht der Mütter. Ja, was soll ich erzählen? Also ich habe den Namen Aische gewählt, so heiße ich natürlich nicht wirklich, aber es drückt so ziemlich das aus in der Situation, in der ich stecke. Und zwar, wie soll ich das sagen? Ich bin arabischstämmig, ich habe mich emanzipiert, ich habe gesagt mit 17, ich möchte nicht heiraten, ich lasse mich nicht mehr schlagen und niemanden zuliebe werde ich jetzt hier auch noch meine 4 Brüder und meinen Vater versorgen. Mhm. Ja, fanden die alle nicht toll, jedenfalls habe ich... Das kann ich mir vorstellen, das war ja noch eine andere Zeit, du bist hier schon 36, als du 17 warst. Ich habe damals auch gedacht, das ist nur meine Generation und ich stelle fest, 20 Jahre später... In den Medien immer passiert das wieder. Also ich bin immer noch, ich bin immer wieder retraumatisiert mit dem Thema. Mhm. Meine Mutter hat nichts geklärt. Die hat sich 40 Jahre ganz stark gemacht für eine Familie, die sich lieb haben soll. Und sie hat sich viel Mühe gegeben, am Wochenende kochen. Mhm. Und ich als einzige Tochter muss da mitziehen. Ich wollte lieber rausgehen. Mhm. Durfte ich halt nicht. Und ich hatte auch schwule Freunde. Und ich stand dazu gerade direkt, also die ganzen Vorgänger und Gängerinnen, also ich habe da mitgefühlt, aber ein Stück weit denke ich, lass uns mal ein bisschen wütender sein. Mhm. Erzähl mal von dir weiter. Also mit 17, was ist mit 17 passiert dann? Nee, also ich sollte heiraten und ich wollte den eben nicht heiraten. Mhm. Dazu kommt, ich bin schon als Kind missbraucht worden und die Vorstellung, jemanden zu heiraten, den ich kenne, das geht für mich nicht. Ich hatte Panik. Von wem bist du missbraucht worden? Ja, von einem Cousin. Also dazu kommt auch, dass dieser Cousin wohl bekannt war dafür, dass der irgendwie kleine Mädchen steht. Und man hat das auch vertuscht. Ja, natürlich. Mhm. Also da hast du Nein gesagt, nein, ich will nicht zwangsverheiratet werden. Nö, will ich nicht. Und da, wie war die Reaktion der Familie, der Mutter? Ja, also weinen, was habe ich falsch gemacht, sie hatte schlechte Freunde und mein Kind ist nicht so, jemand hat es so gemacht und ich sage, nee, ich möchte gern studieren. Nein, studieren, das kannst du mit deinem zukünftigen Mann abmachen, wenn es dir erlaubt. Ich sage, nee, ist nicht. Also ich will meine Freiheit. Wie lange warst du denn noch in der Familie?
Ja, bis 17, dann bin ich abgehauen. Alle haben gesagt, nein, wir werden uns ändern, wir schlagen dich nicht mehr. Und ich habe natürlich sofort getestet. Ich bin zurückgegangen, habe gedacht, gut, ich gehe jetzt ins Kino, ich will jetzt meine Schule weitermachen. Und die wurden unruhig. Ja, ich soll mal arbeiten. Ich habe immer schon mit 13 an Bäckerei, in der Wäscherei dazu verdient. Mein Vater hat das Geld gern genommen. Und ja, ich war eine gute Arbeitskraft und ich soll schweigen und die Sünde vertuschen, dass ich da mal kurz ausgebrochen bin. Ja. Okay, aber du bist dann, wie ging es denn da weiter? Du bist weggeblieben von der Familie, oder wie? Genau, dann bin ich nochmal abgehauen ins Frauenhaus. Diesmal bin ich ehrlich gewesen, habe gesagt, ich bleib hier nicht, ich mache das hier alles nicht mit. Er sagt nur über meine Leiche, ich sag okay. Der Vater? Mein Vater und meine Mutter hat da sowieso nur immer ohnmächtig reagiert und geweint und ich sag nee. Bist du bedroht worden? Ja. Ja, bedroht, geschlagen, Polizei, volles Programm. Und bist dann endgültig aus der Familie verschwunden? Ja, ich bin gegangen, aber ich habe mir gedacht, hey, mein Vater macht dir den Terror, meine Mutter habe ich immer als Opfer gesehen, zumindest war für mich immer klar. Hat deine Familie dich verfolgt? Nö, also ich bin die zweitälteste und ich bin auch eine ziemlich dominante Schwester. Ich habe gesagt, nee Jungs, also ich will meine Freiheit, ihr wollt auch mit Gabi ausgehen und ich möchte gern mit Peter Spaß haben, also was ist los? Nun bist du, wie ich sagte, heute 36. Hast du heute noch Kontakt zu deiner Familie? Ja, meine Mutter ist wie gesagt vor 2,5 Jahren schwer an Krebs erkrankt. Nee, hast du noch nicht gesagt. Ach so, Entschuldigung, das hatte ich in der Mail geschrieben und nee, und bis dahin habe ich es dann geschafft. Ich wollte Abitur jetzt nachholen mit Anfang, Mitte 30. Ich habe auch BAföG irgendwie dann doch mit über 30 bekommen, weil meine Lebensgeschichte gezeigt hat, ich war ihr stets bemüht, aber durch meine Geschichte irgendwie nicht in der Lage. Okay, bleiben wir mal bei der Mutter. Gerne. Wie ist der Kontakt mit der Mutter jetzt? Ja, ich pflege sie oder ich habe sie bis vor 2 Monaten gepflegt. Chemotherapie, Ärzte begleiten, waschen, föhnen, alles was dazugehört. Das heißt, du gehst auch in die Wohnung der Familie? In die Wohnung. Mein Vater ist, wie gesagt, in die Türkei abgehauen. Der hat gesagt, ich werde hier nicht mit fertig, ich möchte meine Rente genießen. Und da habe ich meinem Vater auch direkt gesagt, du bist ein Stichlässer. Das du schäm dich. Du heißt ja die Sendung Die Macht der Mütter. Ja. Wo siehst du die Macht deiner Mutter? Ja. Sie hat jetzt diese Krankheit. Also sie hat bis vor 2-3 Jahren irgendwie immer noch so versucht, die Familie zusammenzuhalten. Jetzt hat sie die Krankheit. Ich sehe das so als vorgeschoben. Mhm. Ein Drama, was ich ja nun nicht gewollt habe. Aber ich habe alles für sie getan. Pflegedienst, Hospize. Sie ist überall angemeldet. Sie kann wirklich sterben. Nur mein Problem ist, dass ich sage, Mama, ich möchte mit dir gerne 24 Stunden in Ruhe verbringen, ohne den Vater, ohne die Brüder im Haus. Aber der Vater ist jetzt weg. Ja, nee, der kommt jetzt auf einmal wieder. Achso, der kommt wieder. Genau. Aber die Frage war, ist mir noch nicht ganz klar. Wo siehst du die Macht deiner Mutter? Wo ist sie die dominante Frau gewesen? Meine Mutter ist dominant, indem sie halt, also sie ist auch Analphabetin, muss ich dazu sagen, dass sie sagt, ich brauche dich. Ach so, ich verstehe. Sie klammert, sie krallt an dir. Ja, also medizinisch so und hygienisch. Ich bin nun mal die einzige Frau und meine Brüder können sie da jetzt nicht waschen, auf Klo begleiten. Und ja, aber nun ist sie eine schwer kranke Frau und sie ist, wie sie ist. Sie wird nicht mehr zu verändern sein, jetzt in ihrem Alter schon gar nicht in der Krankheit. Wirst du das denn weiter dann so machen? Nö, ich unterstütze das System nicht mehr. Was heißt das System? Nö, ich bin da ausgestiegen. Der Pflegedienst hat gesagt, hey, du hast das echt top gemacht bis hierhin. Ach so, du pflegst deine Mutter nicht mehr? Nein, die haben gesagt, zieh dich hier jetzt bitte zurück, weil der Vater ist zurückgekommen. Ja, du besuchst sie auch nicht mehr? Nein. Fällt dir das schwer? Nö, also die haben einfach gesagt, bitte alle 2 Wochen zur Chemotherapie begleite sie. Das ist für uns. Und du bist mit ihr in deinem Gewissen im Reinen? Ja. Aber sie weint jetzt. Das Problem ist, meine Brüder fangen an, mich unter Druck zu setzen. Die sagen, wie kannst du jetzt so kalt sein, so egoistisch, reiß dich zusammen, zeig doch Größe. Ich sag, nee Leute, ich habe alles getan, 36 Jahre, ist gut jetzt. Das heißt, du hast deinen Weg gefunden und deine Art und Weise auch gefunden, wie du mit den ganzen Verhältnissen, Familienverhältnissen umgehen wirst. Ja, das ist klar. Wenn du dir vorstellst, dass deine Mutter wahrscheinlich bald sterben wird, was für ein Gefühl hast du dabei? Ich bin traurig. Dennoch wirst du das jetzt weiter so machen, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ja, weil das ist das einzig Ehrliche allen gegenüber, weil meine Mutter muss erwachsen werden. Es kann nicht sein, dass ich für sie Mutter spiele, halb Ehefrau, Mediatorin, was soll das? Die sind erwachsen. Also 40 Jahre hat sie sich für diesen Mann entschieden. Er kommt und geht. Sie sagt mir auch, ich kann... Man kann natürlich nicht zu jemandem quasi Todkranken sagen, du musst erwachsen werden. Ne? Ja, ich,
ja, das ist auch mein Gewissen jetzt. Da frage ich mich, ist das die Macht der Mutter so? Naja, das ist ein schwieriges Problem, das man auch von außen, ich schon gar nicht jetzt beurteilen kann, was du da richtig machst. Nee, meine Therapeutin sagen, toll, super. Ich merke nur, dass du eine sehr starke Frau bist und dich da sehr, sehr gut emanzipiert hast aus dem ganzen Verhältnis und quasi auch eine Vorreiterin warst damals in der Zeit. Damals war es ja noch ungewöhnlich. Heute gibt es ja mehrere jüngere Generationen, die hier aufgewachsen sind, die das machen. Aber damals war es ja noch sehr schwer. Aische, ich danke dir auch für den Anruf und wünsche dir alles Gute und wünsche, dass du das Richtige machst. Ich weiß, ich kann es jetzt auch so schnell gar nicht einordnen, was das Richtige ist. Ja. Wobei, also wenn jemand stirbt, sollte man, glaube ich, großherzig sein. Ich glaube, das ist so meinem, also kann man auch nicht verallgemeinern, aber so die Richtung. Oh, Aische, alles Gute wünsche ich dir. Ja, auch, danke. Tschüss, danke schön. Tschüss. Brigitte, 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Brigitte. Also wenn ich mir das so anhöre, muss ich sagen, habe ich ein ganz anderes Problem. Ich bin eine sogenannte dominante Mutter. Das ist ja interessant. Die erste dominante Mutter heute, die anruft. Im Sinne von, ja, das sagt natürlich niemand über sich selbst, eine eher negativ dominante Frau? Ich denke nicht. Ich empfinde es zwar in gewisser Weise negativ, aber ich denke, ich habe sehr viel Positives für meine Kinder gemacht. Hab sie damit aber unselbstständig gemacht. Ah, eine Glucke. Ja, eine Glucke. Empfinde das auch heute überhaupt nicht mehr als richtig, was ich da alles so gemacht habe. Was hast du gemacht? Erzähl mal. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Sind mittlerweile erwachsen. Wie viel? Zwei. Zwei. Mhm. Und was hast du gemacht? Ja, ich habe alles bestimmt. Ich habe alles dominiert. Ich habe alles geregelt. Ich habe sie total unselbstständig gemacht. Sie fragen mich heute noch, wenn sie Schuhe putzen sollen, wie sie es machen sollen. Wenn irgendwas zu regeln ist, ja, mach du das mal, ruf du da mal an, ob es um Sachen geht, die sie eigentlich betreffen, die sie längst selbst regeln können. Mhm. Also ganz anders, denke ich, als das, was so meine Vorredner und Rednerinnen beschrieben haben. Ganz anders. Die Kinder sind erwachsen, hast du gerade gesagt. Ja. Leben die aber noch bei euch im Haus? Ja, natürlich, natürlich. Beide noch? Beide noch. Wie alt genau sind sie? 2021 und wollen auch nicht weg. Wollen nicht weg, weil das also, es hat ja auch was Praktisches, bei einer gluckenhaften Mutter zu wohnen. Ja, aber die wäscht die Wäsche, die putzt die Wohnung, die geht zum Amt und die organisiert auch den Krankenschein, wenn man den braucht oder irgend sowas. Alles. Das ganze Programm. Und ich merke eigentlich, dass es A, falsch ist, B, dass ich anfange, darunter zu leiden, wie es ist. Ist ja interessant. Ab wann hast du gemerkt, da ist irgendwas falsch? Also eigentlich so seit einem halben Jahr. Erst seit einem halben Jahr? Ja, da merke ich das so richtig, dass das irgendwo gar nicht mehr geht. Ich muss sagen, gesundheitlich leide ich so am Burnout im Moment und werde auch demnächst in eine Klinik deswegen gehen. Was sicher auch einen Zusammenhang hat? Möglicherweise. Natürlich, wenn du die Managerin dafür alle bist. Ja. Ich vermute mal, dass du deinen Mann genauso betuddelst? Er hat uns vor einigen Jahren verlassen. Ah, also war das früher wahrscheinlich auch ähnlich. Es war das dritte Kind. Siehst du? Mhm. Gut, dann kommt der Todesfall dazu und dann hast du alles übernommen. Der Todesfall. Ach so, ich dachte, er wäre gestorben. Der hat sich anderweitig abgesetzt. Ach so, ich dachte verlassen, dass er gestorben sei. Nee, nee. Naja, dann bin ich ja beruhigt, bin ich ja froh. Nee, der lebt noch freudig irgendwo anders. Aber interessant, vor einem halben Jahr erst gemerkt, irgendwas läuft hier schief. Ja, und also, dass ich auch meine Kinder nicht loslassen kann, das belastet mich eigentlich sehr und ich weiß nicht, wie ich von dem Trip runterkommen soll. Mhm. Am besten, indem du lange in eine Kur gehst zum Beispiel. Dann sind die erstmal auf sich alleine angewiesen. Das ist schon mal ganz gut. Und du gewinnst Abstand und lernst in der Kur, wenn du in einer guten Kurklinik bist, eben auch damit zu arbeiten und umzugehen. Und an dir zu arbeiten. Ja, also muss ich auf jeden Fall nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe den Druck umgekehrt. Ne? Also ich leide darunter, dass ich meinen Kindern nicht den Lebensweg gegeben habe, den ich denke, ihnen geben wollte, den ich ihnen geben wollte. Ich habe es nicht böse gemeint. Genau, zur guten Erziehung gehört ja eben auch, dass man die Kinder selbstständig werden lässt, damit die eigenständig im Leben agieren können. Ja, und das ist mir auch lange Zeit gar nicht aufgefallen. Ich Mutter konnte alles regeln, das war ja alles nicht so schwierig. Ging mir mal alles leicht von der Hand. Ich habe da nie große Probleme gehabt. Aber mittlerweile stelle ich fest, das war gar nicht so toll. Aber immerhin, wenn du jetzt die Notbremse ziehst, es ist noch nicht zu spät. Es ist schon ziemlich spät, klar. Ja. Die sind schon sehr erwachsen. Aber immerhin, wenn du es jetzt noch einsiehst, kannst du was für dich tun, was ja auch sehr wichtig ist. Nicht, dass du komplett ausbrennst und dann schlägt das Ganze auch gegen dich. Ja.
Ja, und die Kinder können ja jetzt mit ihren Anfang 20 auch mal ein bisschen lernen, selbst zu gucken, wie man Schuhe sauber macht oder was auch immer. Das war jetzt einfach nur ein blödes Ja, ich verstehe, aber ich weiß, was du meinst. Das sind ja manchmal ganz, ganz banale Kleinigkeiten, ne, um die es da geht. Ja. Ja, und das kann so nicht weitergehen. Bist du in psychologischer Betreuung? Nein, im Moment nicht. Dann rufen wir dich auch gleich nochmal an, weil die Sendung gleich vorbei ist. Mhm, gerne. Liebe Brigitte, alles Gute, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik war Julia Jochum und wir sehen und hören uns wieder morgen in der Nacht, morgen mit einer freien Themennacht, so wollte ich sagen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis morgen, ciao.